Hallo, ihr lieben kreativen Köpfe da draußen. Wisst ihr, wie man Zehnblöcke gleichzeitig in Minecraft erstellt oder wie man Mods in Minecraft verwendet? Ich zum Beispiel nicht. Und das und auch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Jan fragt. In diesem Video geht es darum, dass wir uns vertieft Minecraft anschauen. Als allererstes schauen wir uns an, wie könnt ihr das Spiel installieren? Welche Version braucht ihr dafür? Wie funktioniert der Download? Und im zweiten Teil werden wir uns dann vertieft das Spiel an sich anschauen. Ich habe dann heute einen Gast bei mir, die wird uns ein bisschen einführen, welche Möglichkeiten ich im Spiel habe, was ich alles machen kann und wie ich im Spiel alles einstellen kann, sodass es für mich passt am Ende. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Wir werden eure Fragen beantworten. Und vergesst uns auch nicht, auf Social Media zu folgen, damit ihr immer up to date bleibt und kein Video von uns verpasst. Ich möchte, bevor wir starten, euch kurz erklären, aus welchem Grund wir dieses Video hier heute machen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist im September die Messe IAA. Im Zuge dessen wurde ein Projekt ins Leben gerufen namens Future of Mobility. Future of Mobility beinhaltet im Endeffekt die Fortbewegung in der Zukunft. Das heißt, mit diesem Projekt wird speziell darauf eingegangen, wie soll die Stadt München in der Zukunft aussehen in Bezug auf Fortbewegung und Mobilität. Und das Projekt Future of Mobility beinhaltet dann einen Wettbewerb. Und egal, ob ihr jung oder alt seid, wenn ihr kreativ seid und das Spiel gerne spielt, habt ihr die Möglichkeit, eure Ideen und Konzepte zur Fortbewegung der Zukunft, also Mobilität, Future of Mobility, habt ihr die Möglichkeit, eure Ideen und Konzepte in Minecraft oder Roblox zu erstellen. Und diese Konzepte und Ideen werden dann von der Jury ausgewertet. Die besten Konzepte werden dann auch live vorgestellt. Zusätzlich hat der Gewinner oder das Gewinnerteam die Möglichkeit, aktiv am Stadtplanungsprozess der Stadt München mitzuarbeiten und eigene Ideen einzubringen. Zusätzlich werden unter den besten Plätzen natürlich auch noch Preise verlost und unter allen Teilnehmern gibt es auch eine Kleinigkeit. Kommen wir jetzt zum Video und zum eigentlichen Thema Minecraft. Ich natürlich selber kenne mich natürlich nicht so gut mit Minecraft aus. Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Deswegen habe ich heute aber einen Gast bei mir und das ist die liebe Marina. Sie hat einen eigenen Podcast zum Thema Minecraft und spielt selber schon 8 Jahre Minecraft. Somit wollen wir jetzt übergehen in den ersten Teil dieses Videos, in dem ich euch aber erstmal kurz zeigen werde, wie ihr das Spiel installiert, wie ihr es downloaden könnt. Und im Anschluss schließt sich die liebe Marina uns an und wird uns wirklich in-game mal an die Hand nehmen und uns alles gründlich zeigen. So, dann will ich euch nur ganz kurz zeigen, wie ihr denn das Spiel installieren könnt. Ihr gebt einfach im Browser ein Minecraft Download. So. Und da ist schon hier die erste Seite, die ihr seht, minecraft.net, Minecraft herunterladen. Sobald ihr hier angelangt seid, könnt ihr natürlich das Spiel direkt für Windows downloaden. Wenn ihr aber auf einer anderen Plattform spielen wollt, dann könnt ihr die hier auswählen. Ich werde euch jetzt leider nicht vertieft zeigen, wie das Ganze funktioniert, aber ich werde euch es kurz erklären. Sobald ihr hier für Windows herunterladen drückt, öffnet sich der Download für den Minecraft Launcher. Dieser wird dann, sobald ihr den Launcher startet, wird er auf euren Rechner installiert. Dort könnt ihr dann den Minecraft Launcher starten und es wird euch dann ein Bildschirm angezeigt, in dem der Ganze besteht, Minecraft spielen. Ihr habt dann noch die Auswahl, erstmal nur die Demo zu spielen, falls ihr erstmal nur daran interessiert seid, die Demo auszuprobieren. Aber gleich rechts daneben im Feld besteht die Möglichkeit, dass ihr das Spiel direkt kauft.
Sobald ihr das Spiel gekauft habt, könnt ihr es natürlich installieren. Wenn ihr das natürlich dann installiert, das Spiel, ist es schon die neueste Version, die ihr braucht, um es zu spielen. Und dann könnt ihr eigentlich schon drauf loslegen. So viel dazu. Ihr findet bestimmt im Internet auch ganz viele Videos, wo das nochmal genau erklärt wird, wie man Minecraft installiert. Wir möchten jetzt aber natürlich detailliert auf das Spiel selber eingehen. Wir möchten jetzt eine kleine Einführung bekommen. Was kann ich im Spiel alles machen? Wie kann ich Welten erstellen? Wie kann ich meine Welt einrichten? Welche Mods kann ich auf mein Spiel installieren? Was bringen mir die Mods dann auch in Bezug auf das Projekt Future of Ability, auf den kleinen Wettbewerb, den wir haben? Und hierfür kann sich jetzt gerne mal die Marina zuschalten. Einfach kurz mal gerne ein, zwei Worte zu sich schnell erzählen. Ich habe es ja schon angesprochen eigentlich. Und dann wird sie uns jetzt mal an die Hand nehmen und uns mal das Spiel vorstellen. Ja, hi, ich bin die Marina. Ich bin der Podcast-Host von dem Podcast und bin heute halt eben hier, um euch eben von dem Minecraft-Spiel zu erzählen, wie es funktioniert. Alles im Zusammenhang mit dem Projekt, welches Future of Mobility auf die Beine gestellt hat. Und ich freue mich riesig darauf und ich hoffe, ihr habt alle ganz viel Spaß bei dem Event. Von daher fangen wir einfach direkt an. Ich werde jetzt erstmal meinen Screen sharen. Genau. So. Jawohl, da seht ihr schon, jetzt sind wir schon im Spiel. Genau. Und das Spiel ist schon gestartet. Das ist der Willkommen-Screen. Hier können wir uns aussuchen, in welchem Spielmodi wir eigentlich spielen möchten. Und es gibt halt eben einmal den Einzelspieler und einmal den Mehrspieler. Einzelspieler ist, glaube ich, schon, das ist eigentlich auch schon selbsterklärend. Das ist halt für eine Person, die alleine spielt, und Mehrspieler ist für mehrere Spieler. Von daher ja in dem Projekt halt eben entweder alleine oder auch mit mehreren das daran teilnehmen könnt, könnt ihr euch halt hier im Grunde das aussuchen. Wir fangen erstmal mit dem Einzelspieler an. Da werden wir halt auch direkt schon, weil wir vorher noch keine Welt erstellt haben, in das Menü für die neue Welt erstellen gesetzt, wo wir den Namen der Welt angeben können, wie wir möchten. Okay, da kann man sich zum Beispiel jetzt gleich auch in Bezug aufs Projekt gleich mal auch die Welt so benennen, vielleicht auch angelehnt auf das Konzept oder die Idee, die man eben erstellen möchte. Mobility. So, genau. So könnte man es dann benennen. Dann haben wir als nächstes hier unten den Spielmodus für die Welt. Da bezieht sich halt auf die Welt, die man erstellt. Und da gibt es einmal den Überlebensmodus, der jetzt für dieses Projekt, für dieses Event nicht so wichtig ist. Da geht es einfach darum, halt zu überleben. Also man verliert dort Leben, dort sind halt auch Mobs, die einen halt angreifen. Und von daher, der Modus ist halt eben nicht wirklich wichtig jetzt für das Event. Der Hardcore-Modus ist halt einfach der noch schwierigere Überlebensmodus, wo halt die Mobs auch stärker sind. Ebenso nicht so wichtig für dieses Event aktuell. Und dann haben wir noch den Kreativmodus. Der Kreativmodus ist, wie es hier unten halt auch schon beschrieben wird, da hat man halt unbegrenzte Rohstoffe und Zugriff darauf und kann halt frei einfach dort bauen, ohne dass da man da irgendwelche Beschränkungen halt durch den Standard-Überlebensmodus hätte. Dann als nächstes gibt es hier noch die Schwierigkeit. Die gibt es einmal normal, das ist halt eben, da würden halt ganz normal halt eben dann die Mobs bei Dunkelheit zum Beispiel eben spawnen. Und schwer ist halt einfach nochmal eine schwierigere Schwierigkeitsstufe dazu. Friedlich ist genau die wir eigentlich für das Event bräuchten. Und zwar ist das eine, wo halt einfach keine bösen Mobs spawnen, weil die halt einfach auch störend würden, wenn die halt dann da rumlaufen. Und mit friedlich würden halt eben nur sowas wie Kühe und Schafe in der Welt spawnen. Von daher reicht einfach diese Schwierigkeitsstufe aus. Okay, also wenn ich sozusagen dann den Spielmodus kreativ einstelle und die Schwierigkeit friedlich dazu, bin ich sozusagen ungestört auf meiner Welt und kann dort alles bauen, was mir durch den Kopf schwebt. Genau, ohne dass halt irgendwas Nerviges dazwischen kommt. Genau, ohne Probleme. Genau. So,
So, Cheats erlauben, das ist in dem Event erlaubt. Mit Cheats kann man, also Cheats bedeutet einfach, man kann halt die Ingame-Befehle ausführen. Und davon hat Minecraft halt ein paar. Die kann man auch im Netz, im Minecraft-Wiki beispielsweise, sich anschauen und gucken, was die halt so machen. Ein interessanter Befehl wäre zum Beispiel halt, dass es keinen Tag-Nacht-Rhythmus gibt, sodass man halt einfach die ganze Zeit hell hat und niemals die Sonne untergeht. Das ist halt für das Bauen, glaube ich, auch ganz nett, da es halt einfach nicht dunkel wird, zum Beispiel. Und dann erstellen wir, glaube ich, schon mal die Welt. Ja, okay, ich hüpfe mal in die Welt rein. Also jetzt habe ich sozusagen, jetzt kommt wahrscheinlich eine zufällig generierte Welt, nehme ich mal an. Genau. In der ich aber unbegrenzte Rohstoffe habe und ich auch ungestört bin. Also niemand außer mir ist jetzt auf dieser Welt. Genau. Da wir ja auch ein Einzelspieler sind, bin da eh nur ich jetzt aktuell drauf. Genau. Genau. So. Das ist halt jetzt die Welt. Und was vielleicht schon einigen auffällt, die halt schon mal Minecraft gesehen haben, unten in der Inventarleiste hier unten, da drüber sind keine Herzen. Das zeigt halt quasi schon automatisch an, dass wir im Kreativmodus. Wenn wir auf E drücken, was das Inventar öffnet, sehen wir auch hier ganz viele Tabs haben. Und die Tabs sind im Grunde auch der Zugriff auf alle Blocks, die es in Minecraft gibt. Und die können wir einfach mit der Maus rausziehen und in unser Inventar hier unten reinziehen. Und dann können wir die auch schon platzieren. Und wie ihr sehen könnt, kann man die halt eben auch unendlich platzieren, weil der Block hier drinnen nicht verschwindet. Und wenn man die doppelte Leertaste drückt, dann fängt man auch an zu fliegen und hat damit halt eben viel mehr Mobilität in der Art und Weise, wie man eben Blöcke platziert und kann halt sein schönes Haus dann bauen. Genau. Okay, also ich habe im Prinzip Zugriff auf alles, was es in Minecraft an Rohstoffen oder an Inventar-Items gibt. Genau, okay, also ich habe auf alles komplett Zugriff. Das heißt, ich kann ungehindert losbauen. Genau. Genau, so funktioniert das. Die Welt ist jetzt, also wir sind ja jetzt hier ganz random an so einer kleinen Insel hier gespawnt und haben jetzt hier so eine Savanne. Das ist jetzt vielleicht für das Event, was ja, wo es ja um die Innenstadt von München geht, glaube ich, nicht der beste Ort. Deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen was über Seeds erzählen. Dafür verlassen wir kurz das Spiel. Also du erzählst uns jetzt sozusagen, wie ich meine Welt einrichten kann, dass sie zum Bauen geeignet ist. Genau. Super. Dafür erstellen wir nochmal eine neue Welt. Die lasse ich mal beim Namen so. Wir stellen jetzt wieder auf kreativ und friedlich. Die Cheats sind an. Mhm. Und dann gibt es hier weitere Weltoptionen. Und hier kann man einen Startwert für den Weltgenerator einsetzen. Das kann halt eine random Folge von Buchstaben und Zahlen sein. Und das, wenn man halt einfach das random eingibt, dann wird man halt auch weiterhin eine random Welt bekommen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel eintippe, irgendwie flach oder so, hilft es mir auch schon weiter oder muss da wirklich so ein spezieller Code rein? Also flach würde jetzt nicht die Welt flach machen. Okay, also das bringt mir nichts. Genau, genau. Also was Minecraft macht, ist halt eben aus der Buchstaben- und Zahlenkombination quasi einfach eine Welt generieren im Standard. So wie wir jetzt gerade in dieser Welt gerade eben waren, das ist halt quasi die Standard-Weltgeneration. Und mit diesem Seed, der hier eingegeben wird, der nennt sich halt Seed, würde halt einfach quasi nur die Randomness dieser Welt angepasst, aber nicht halt, dass sie halt flach ist oder besonders bergig zum Beispiel. Okay. Man kann aber hierüber halt eben auch einen ganz speziellen Seed sich raussuchen, wenn man halt irgendwie ein bestimmtes Biom auf jeden Fall haben möchte. Dafür gibt es dann halt Webseiten, auf die ich dann gleich mal eingehen werde. Wenn man aber eine ganz flache Welt möchte, dann muss man hier auf den Welttyp gehen. Der ist ja hier, wie ihr sehen könnt, auf Standard eingestellt. Und wenn wir hier einmal weiterklicken,
Dann kommt direkt das Flachland. Es gibt noch ein paar andere große Biome, zerklüftet und so weiter. So, aber wir wollen halt, also das Wichtige ist eigentlich das Flachland, weil da ist halt die Welt komplett flach. Man kann dann hier jetzt die Strukturen noch ausstellen. Das heißt, jetzt würden dort keine Dörfer oder Tempel oder so weiter generieren. Dadurch wird die Welt komplett flach und hat wirklich gar nichts mehr dort. Und das reicht eigentlich schon, um halt dann in einer flachen Welt anzukommen, in der man halt dann quasi einfach eine sehr flache Fläche hat, mit der man eigentlich alles machen kann. Also hier die Münchner Innenstadt nachzubauen, ist deutlich einfacher halt als in einer standardgenerierten Welt. Also ich habe jetzt sozusagen durch die Einstellung Flachland, habe ich jetzt einfach eine komplett ebene, flache Welt bekommen. Genau. Die ist, also egal in welche Richtung man geht, die ist halt immer flach. Die besteht halt auch nur aus 4 Blöcken in der Tiefe. Darunter ist halt nichts. Und ja, genau. Also hier kann man dann halt einfach drauf losbauen. Und hier, wie ihr seht, man kann halt eben auch einfach ganz schnell alles wieder löschen, was man gebaut hat, und dann wieder neu platzieren. Genau. Von daher könnte man hier halt eben zum Beispiel auch einfach sehr gut dann halt dann seine Straße bauen. Ups. Und dann die Häuser daneben und so weiter. Und könnte halt eben dann die Innenstadt nachbauen. Und ja, genau. Okay, also im Prinzip eigentlich die optimale Welt, um loszubauen. Genau. Okay, sehr cool. So, dann würde ich jetzt kurz den Screen wechseln. Ja. Okay, das war jetzt aber auch nur bisher Einzelspieler. Auf den Mehrspieler werden wir dann wahrscheinlich noch eingehen. Genau, auf den Mehrspieler gehen wir noch ein, genau. Okay. Ein Augenblick, ist das die richtige? Ja, so. Okay. So. Jetzt sind wir hier auf chunkbase.com. Das ist eine Webseite, bei der man hier unter Apps, Biome, verschiedene Seeds sich raussuchen kann. Also ich habe ja vorhin angesprochen, dass man halt eben ja auch Seeds setzen kann. Hier ist halt wichtig, dass halt hier dann aber die Welt nicht flach ist, sondern dass es halt wirklich dann halt eben die standardgenerierte Welt ist, aber man kann halt eben sich auch ein großes Biom raussuchen, was halt relativ flach ist, eventuell, und dann dort bauen. Und man kann halt dann hier einfach den Seed eingeben, wenn man einen kennt, der halt ziemlich gut ist, dann kann man den hier eingeben und dann schauen, ob der halt wirklich auch so aussieht, wie man sich das gewünscht hat. Oder man nimmt dann einfach einen random und guckt halt eben, ob das passt. Und dann könnt ihr hierüber halt eben euch einen geeigneten Seed raus. Und dasselbe geht auch mit meinatlas.com. Da könnt ihr hier eben auch dann den Seed eingeben und bekommt halt eben dann auch eine Karte angezeigt und könnt halt gucken, ob euch das halt gefällt, um dort zu bauen, genau. Also könnte ich theoretisch auf den 2 Webseiten, könnte ich mir sozusagen auch, wenn ich möchte, einen komplett eigenen Seed für meine Welt bauen. Ja, bauen, also nicht, nee, so nicht. Also was es halt tut, ist, es zeigt dir, also diese beiden Webseiten, die Ersteller davon wissen halt, wie der Code im Grunde von Minecraft funktioniert, der halt eben bei der Seed-Generierung und der Weltgenerierung halt verwendet wird. Und wenn man einen Seed bei denen eingibt, dann verwenden die halt genau diesen Code, um dann halt anzuzeigen, wie die Welt generieren wird, wenn der eingegeben wird. Aber bauen nicht, weil das ist halt quasi man kann sich halt den richtigen raussuchen, wenn man halt eben genügend ausprobiert hat, also genügend Seeds ausprobiert hat. Aber du kannst es halt nicht beeinflussen, wie es aussieht. Okay, ich kann also im Prinzip da einfach nur mal ein bisschen rumprobieren und mir ein paar Seeds für meine Welt anschauen und schauen, ob da einer irgendwie geeignet ist für mich. Genau, okay. Genau. Genau. So, dann würde ich jetzt nochmal zurück zu dem Multiplayer dann gehen. Okay, gehen wir wieder ins Spiel zurück. Genau.
Dann, wie vorhin schon gesagt, jetzt hier diesen Mehrspielermodus. Wenn wir da draufklicken, dann seht ihr hier schon einen Server, der angegeben ist. Das ist halt mein privater Server, auf dem ich spiele. Ihr könntet halt hier eben auch eine Liste haben mit Servern, die da drin sind. Das Wichtige ist, dass ein Mehrspieler-Modus halt entweder per Direktverbindung funktioniert, wo man dann hier die IP-Adresse plus Port eingeben kann und sich dann halt eben direkt dann drauf verbindet. Oder man den Server halt hinzufügt, indem man halt hier das einträgt, Namen vergibt. Also man würde hier halt eben auch IP-Adresse und Port angeben und dann würde dieser Server hier aber dann in dieser Liste auftauchen, während das bei der Direktverbindung nicht der Fall ist. Okay, also über Direktverbindung kann ich sozusagen schon einem bestehenden Server beitreten, den es schon gibt, oder ich erstelle mir komplett neuen. Das nicht. Entschuldigung. Bei beiden Optionen muss es einen Server halt schon geben. Der Unterschied ist, dass halt beim Server hinzufügen, der Server in dieser Liste mit eingetragen wird, weil man halt den zum Beispiel halt immer spielt und deswegen halt nicht immer die Adresse eingeben möchte. Ah, okay, also du fügst ihn sozusagen nur der eigenen Liste hinzu. Genau. Also sozusagen Art Schnellzugriff. Genau. Okay. Genau. Und ein Server, also generell einen Minecraft-Server zu haben, da gibt es zwei Möglichkeiten für. Man kann halt sich einmal quasi über LAN verbinden mit seinen anderen Mitspielern. Das geht, indem man im selben Netzwerk ist, zum einen. Also man sitzt dann halt zum Beispiel alle daheim im selben Haus, im selben Netzwerk und öffnet dann mit Escape das Spielmenü und sieht dann hier im LAN öffnen. Und hier muss man natürlich darauf achten, dass die Spieler, die hinzukommen, auch im Kreativmodus drin sind und auch die Cheats erlaubt bekommen. Und dann kann man hier eine LAN-Welt starten. Und wie ihr sehen könnt, wurde das LAN-Spiel jetzt unter dem Port 63359 erreichbar gemacht. Und dafür, damit die anderen mitspielen können, muss jetzt die IP-Adresse des eigenen Computers, also auf dem halt eben dieses LAN eröffnet wurde, mit den anderen geteilt werden und dann natürlich auch der Port. Und dann können die sich halt eben direkt darauf verbinden oder das halt eben auch hinzufügen in ihre Serverliste. Die andere Möglichkeit wäre, wenn man halt eben extern irgendwo einen Server gemietet hat und dort dann eben Minecraft drauf installiert und laufen lässt, dann könnte man halt eben dann die Serveradresse des Servers verwenden und sich darauf verbinden. Da gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder man zahlt eben dafür, irgendwo einen Server zu mieten, oder man hat halt vielleicht zu Hause auch einen NAS stehen, wo man eben dann das selber hosten kann. Aber das ist halt dann jedem selber überlassen, wie das halt umgesetzt wird. Genau. So viel zum Mehrspieler eigentlich aktuell. Okay, also ich kann im Prinzip eine Welt dann eben über LAN erstellen. Das heißt sozusagen, LAN ist mehr so Richtung lokal. Genau. Kann ich dann zum Beispiel mit meinem besten Freund spielen, der jetzt auch seinen Computer neben mir aufgebaut hat, könnten wir zusammen über LAN spielen. Genau. Also solange man im selben WLAN ist oder halt eben an derselben selben Router angeschlossen. Genau. Genau, wie bei einer LAN-Party zum Beispiel eben auch, wie man es da machen würde, genau. Und ja, dann würde ich jetzt, glaube ich, als nächstes etwas über Mods erzählen. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch die Mods an. Jetzt wissen wir, wie wir Welten erstellen, wie wir die Welten anpassen, wie wir vielleicht auch einen Server erstellen. Und jetzt schauen wir uns Mods an. Genau. Da gibt es verschiedene Arten. Die einfachste Art, die halt nicht direkt unter Mods fällt, aber die wir jetzt erstmal darunter fassen, sind halt Resource Packs bzw. Texturen für Minecraft. Also ihr seht ja, das halt hier hinten im Hintergrund, da werden ja so ein paar Minecraft-Blöcke angezeigt in so einer Rundschau. Und die sind jetzt nicht unbedingt real getreu quasi. Also das würde jetzt nicht halt gut in das Event reinpassen, das will ich damit sagen. Zum Beispiel halt so ein Kohleblock, den gibt es halt in der Münchner Innenstadt wahrscheinlich nicht so zu finden. Texturen könnten halt eben verwendet werden, um halt dann die Textur von diesem Kohleblock zu ändern, um ihn dann halt zum Beispiel in Beton oder
Asphalt oder was weiß ich was zu ändern. Also irgendeine Textur, die halt viel besser zu dem Event passen würde, um halt dann die Bauten halt realistischer wirken zu lassen und damit halt eben das Ganze halt ein bisschen authentischer auch. Und dafür gibt es ein unter Optionen die Ressourcenpakete. Wenn man hier auf Paketenordner öffnen klickt, dann kommt man auch direkt in die Ordnerstruktur, wo eben dann diese ganzen Ressourcenpakete halt hinterlegt werden müssen. Wie ihr seht, habe ich hier halt 3 Stück schon drin, die ich halt privat verwende. Die liegen halt in diesem Ordner und die kann ich dann, wenn ich sie da reingepackt habe und dann Minecraft öffne und hier dann in dieses Menü reingehe, kann ich sie, wenn ich hier drauf klicke, einfach quasi auswählen für das Spielen. Dann würden die halt eben von Minecraft geladen. Das wird dann mit diesem Screen hier angezeigt und wie ihr seht, hat sich halt hier zum Beispiel total was verändert. Und mit demselben Schritt kann ich sie auch wieder rausnehmen, wenn ich sie halt nicht mehr haben möchte. Und runterladen kann man die sich halt eben auf verschiedensten Webseiten. Da gibt es halt einige, muss man halt auch gucken, dass sie halt alle vertrauenswürdig natürlich auch sind. Aber es gibt auf jeden Fall einige, von denen man sich sowas runterladen kann. Oder vielleicht sogar auch selber erstellen. Also man könnte auch selber Texturen erstellen und die dann halt eben ins Minecraft mit selbst reinladen. Also wenn man sehr gerissen ist, erstellt man sich das sogar selber. Okay. Genau. So, das nächste wären dann wären halt Mods, die dann wirklich das Spiel grundlegend verändern. Also die haben halt wirklich, machen halt Änderungen an der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert. Und dafür schauen wir uns erstmal die Modloader an. Modloader sind dann was? Modloader sind das ist halt Software, mit der man die Mods dann überhaupt erst in seinem Minecraft laden kann. Es gibt ein paar wenige, die auch ohne funktionieren, aber die sind halt für das Event aktuell nicht wichtig, deswegen nenne ich sie nicht. Aber die meisten, die halt für das Event auch verwendet werden können, brauchen eigentlich fast immer einen Modloader. Es gibt 2 Stück. Einmal CurseForge. Das findet ihr unter curseforge.com. Und der andere wäre Fabric, den man unter fabricmc.net findet. Die Mods sowohl für CurseForge wie auch für Fabric überschneiden sich. Bedeutet aber auch, dass halt eben es manche Mods gibt, die halt nur für CurseForge zur Verfügung stehen und manche gibt es auch nur für Fabric. Also finde ich sozusagen jetzt, wenn ich jetzt die Website CurseForge besuche, könnte möglich sein, dass ich nicht alle Mods finde, die ich vielleicht suche. Genau, die findet man dann vielleicht halt nur bei Fabric. Und von daher muss man halt schauen, weil beide gleichzeitig kann man halt nicht verwenden, man muss sich halt für einen entscheiden. Und deswegen muss man halt gucken, okay, welcher von beiden hat halt die meisten oder die besten Mods, die ich eigentlich verwenden möchte für das Projekt. Und muss halt vielleicht Abstriche machen, je nachdem. Ein Mod, den ich euch vorstellen möchte und auch empfehlen würde, wäre World Edit. Mit World Edit lässt sich halt viel mehr machen, was Blöcke platzieren angeht. Und zwar kann man damit halt mehrere Blöcke gleichzeitig platzieren und das auch in verschiedensten Formen. Also man kann halt zum Beispiel halt schon mal so ein riesiges Rechteck in die Welt packen und dann halt ein paar einzelne Blöcke noch hinzufügen oder entfernen, um dann halt daraus das Haus zu bauen, was halt in irgendeiner Münchner Straße steht, was man halt unbedingt bauen wollte zum Beispiel. Also könnte ich zum Beispiel jetzt, wenn ich den Mod installiert habe, könnte ich zum Beispiel den Olympiaturm so als Form schon in Minecraft erstellen. So, der wird dann so die Form platziert und dann kann ich ihn noch selber optimieren. Genau, man kann halt entweder das halt quasi grob die Form halt da hinpacken, weil ganz genau wird es nicht gehen, da das Tool halt wirklich halt nur diese Standardform kann, wie halt eine Sphäre oder halt ein Würfel. Was auch möglich ist, wo ich aber nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich das so noch nicht verwendet habe, man kann halt eben auch in 3D-Programmen halt ein 3D-Modell erstellen und das dann da halt quasi mit reinladen und dann halt daraus dann eben die Form erstellen.
Das heißt, man könnte halt den Olympiaturm dann halt eben schon in einem 3D-Programm halt vormodellieren oder halt vielleicht gibt es das schon und man lädt sich das einfach runter und kann es dann halt mit dem WordEdit dann halt quasi sehr akkurat sogar platzieren. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Genau, und natürlich gibt es hier halt eben auch Requirements, was man halt vielleicht vorher noch installiert haben muss und so weiter. Das muss man sich dann halt anschauen. Ist aber super praktisch, da ja dann halt eben sowas wie die Allianz Arena oder was weiß ich, also irgendwelche Sachen, die halt eben auch ganz klar sagen würden, okay, wir sind jetzt hier in München, viel einfacher platzieren könnt, etwas mehr Zeit sparen würdet und auch sehr viel mehr, also viel weniger Aufwand hättet. Genau. Und es gibt natürlich auch noch einen Haufen weiterer Mods, die ihr halt eben hier dann unter Minecraft, ihr seht, 82.468 Mods gibt es hier. Das ist eine Menge. Ja. Und da könnt ihr halt eben hier auch dann halt sortieren. Also ihr wollt vielleicht halt, keine Ahnung, irgendwelche Tech-basierten oder was weiß ich was für Mods da raussuchen. Und bei Fabric ist es ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt, die haben ja hier auch gar nicht so eine Liste, das ist halt jetzt einfach nur die Download-Seite. Ja. Also im Prinzip, egal welche Ideen ich habe, welche Ideen mir gerade durch den Kopf schweben, unter 80.000 Mods ist auf jeden Fall ein Mod dabei, der meinen Vorstellungen entspricht. Ja, genau, genau. Also wahrscheinlich hier zum Beispiel Map-Based, das, halt, das klingt halt schon richtig gut, das ist halt im Grunde, findet man da wahrscheinlich halt irgendwas, was halt dann dabei hilft, dann die Map halt zu gestalten in der Art und Weise, wie man sich das vorstellt. Genau. Okay, und im Prinzip aber, wenn ich mir dann noch im besten Falle so einen Mod installiere, dann kenne ich mich ja jetzt schon mittlerweile mit dem Spiel aus und kann eigentlich mit dem Mod dann schon loslegen, vielleicht mein Konzept umzusetzen. Genau. Genau. Also einen Mod zu installieren ist halt eben auch, dafür muss man sich auch ein bisschen einlesen, denn das ist halt nicht sehr einfach. Dafür gibt es aber auch genügend Anleitungen im Internet und ja, wer sich halt schon damit auskennt, der hat halt definitiv damit einen Vorteil. Muss ich denn jetzt noch irgendwas Wichtiges wissen, was das Spiel betrifft, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube... Also ich habe jetzt auch schon das Gefühl, weil ich habe ja vorher noch nie Minecraft gespielt, ich habe das Gefühl, ich könnte mir jetzt das Spiel runterladen und wüsste eigentlich genau, was zu tun ist, um mir die ideale Welt zu erstellen. Das ist gut. Super. Das ist auch das Gute an Minecraft, dass halt da eben man da eben so viele Möglichkeiten auch hat, das dann halt auch umsetzen zu können. Also, ja. Eben, das wollte ich auch gerade sagen, also mit den Mods und auch, dass ich meine Welt so einrichten kann, wie es mir passt, hat man ja auch etliche Möglichkeiten, eigentlich alles aus der realen Welt nachzustellen oder selbst auch Sachen zu bauen, die eben nicht mit der realen Welt zu tun haben. Denke ich, sind die Mods schon auch eine sehr coole Sache, da so ein bisschen seine Welt nochmal abzugraden. Ja, genau. Okay, super. Dann vielen Dank für diese super Einführung. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich könnte jetzt drauf loslegen und mir meine Welt bauen. Das werde ich höchstwahrscheinlich auch heute noch machen. Genau, also ich danke dir für diese super Einführung. Gerne. Und ich hoffe auch, dass alle Zuschauer jetzt in der Lage sind, ihre eigene Welt zu erstellen und was Cooles zu bauen. Falls nicht, lasst gerne die Fragen noch da in den Kommentaren. Wir beantworten sie gerne für euch. Und dann würde ich mich tatsächlich an der Stelle schon verabschieden. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Marina, für die super Einführung. Ja, gerne. Vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, euch allen hat es auch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch mit Minecraft was anfangen könnt. Genauso wie ich. Gut, bis dahin. Tschüss.